Hallo, willkommen zu meinem neuen Video. Heute habe ich für euch eine besondere Bauklech. Das ist die von meiner Mutter. Die ist vom Wasseranschluss ab. Da liegt auch der Wasseranschluss. Das ist noch meine Miele. Ich zeige euch kurz das Waschfach. Das ist richtig schwarz. Ich zeige das euch mal genauer. Hier sieht es eigentlich meistens sauber aus, aber ich verstehe auch nicht, warum das jetzt so schwarz geworden ist. Ich zeige euch jetzt die Kugama. Das ist jetzt Kochwäsche, die 60 Grad, kochen Bundwäsche. Der 95 braucht jetzt 1 Stunde 55. Grad, kalt, kann bis. Jetzt ohne Endsteuern dauert jetzt 1 Stunde 42. Das ist jetzt hier pflegeleicht. Pflegeleicht geht nur bis zu 60 Grad. Doppelt mal spülen dauert 1 Stunde 23. Was mir aufgefallen ist, hier geht die Vorwäsche nicht mehr. Ich weiß auch nicht, warum die Vorwäsche nicht mehr geht. Vorher ging der es, aber jetzt auf einmal geht das nicht mehr. Das ist jetzt die Mischwäsche. Das braucht immer 1 Stunde bei der Maschine hier. Hier geht es nur bis 30 Grad. Doppelt mal spülen dauert 1 Stunde 7 Minuten. Jetzt Mischwäsche geht bis 400 Ton hoch. Das ist jetzt die Feinwäsche. Die Feinwäsche geht bis zu 40 Grad. Kalt kann man auch machen. So, man finde ich auch doppelt spülen geht. Nee, spülen doppelt geht hier nicht. Das ist hier Wolle. Wolle geht nur bis zu 40 Grad. Wolle ist auch nur bis 1000. Doppelmaschinen geht ja auch nicht, das geht. Schnellwäsche, nur 30 Minuten. Kalt geht bis 60 Grad. Schnellwäsche geht auch bis 400 Touren. So, das ist die Handwäsche. Das braucht 34 Minuten. Handwäsche geht nur bis 30 Grad. Und Handwäsche geht nur bis 4.000 Touren. Das ist ja Spülen und Schleudern. Hier geht es auch nur bis 4.000 Touren. Ohne Entschleudern dauert das 6 Minuten. Abpumpen und Schleudern. Ja, das geht hier noch bis 18 Minuten, bis 400 Touren. Drei Minuten, das ist auch noch extra schleudern. Geht nur bis 1000. Nur abpumpen, das ist hier abpumpen und löschen. Wenn ich jetzt hier auf Start drücke, drücke ich jetzt auf abpumpen, dann wäre sie jetzt auch, dann springt sie zu Post auf 0. Zeige ich mal kurz das Drehen. Hier der Gummi innen drin ist auch ganz weiß geworden. Nur noch Waschpulverreste. Das ist alles bei der Maschine. Das Flusensieb kann ich jetzt leider nicht zeigen, weil das ist ja schwer auszumachen. Wenn euch mein Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Oder schreibt mir mal in der. Und lasst mal zurück einen Kommentar da. Dann sage ich dann vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.